Und damit herzlich willkommen zurück zu Project Cars. Ich habe gerade festgestellt, dass das die Card Club Trophy ist, die wir als Einladungsevent haben. Dementsprechend funktioniert es hier ein bisschen anders. Glaube ich. Weiß ich gar nicht ganz genau. 4 und 6 Runden. Finde ich sehr wenig. Aber wir können ja noch danach das andere Zeug machen. Wobei, ne, wir machen einfach mal ein bisschen länger, ne? Ne, komm, bleib jetzt so. 4 und 6, richtig? Ja, genau. Wir nehmen einfach mal teil. Ich sollte den Controller weglegen, bevor ich gleich mit dem Controller fahre. Sind scheinbar auch mehrere Events. Ich würde sagen, wir fahren das erstmal. Vielleicht schneide ich das. Weil bisher hatten wir immer alles zusammenhängend. Ich habe vergessen, die Gegnerschwierigkeit hochzustellen. Fisch, du Vollidiot. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, was das jetzt ist. Also wirklich gar keine Ahnung. Aber die Strecke kennen wir auf jeden Fall. Das ist die erste Strecke, die wir gefahren sind. Oder? Meine ja. Das hier eine 2, hier eine 3 hoch und hier eine 2 wieder runter. Ja, müsste die sein. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir so gesprungen sind. Bin ich ehrlich? Also ich denke, auf 60 können wir auf jeden Fall noch hochstellen von der Schwierigkeit her. Wahrscheinlich sogar noch auf 65 oder 70. Schauen wir mal. Bisher habe ich auch ehrlich gesagt immer nicht so viel Unterschied zwischen den Schwierigkeitsgraden gemerkt. Wir haben immer noch Leute überrundet teilweise. Wenn ich nicht gerade komplett Grütze gefahren bin. Genau da wollte ich hin. Prozent ist das richtig. Am nächsten Tag steht nämlich auch schon das M1 Pro-Car-Ding an. Wo habe ich denn 8 Sekunden verloren, Alter? Das war's schon, das war aber kurz, du. Daran kann ich mich aber nicht erinnern. Nicht? Oh, aber gut, was weiß ich dich schon. Können wir gerne mal sagen, wie ich das machen soll. Ich würde jetzt halt einfach die nächsten Rennen halt hintereinander machen, die halt gerade hintereinander kommen. Oder ob ich das immer so schneiden soll, dass ich halt die Rennen einer... Season quasi hintereinander habe. Könnte ich auch machen. Aber das heißt, die Rennen einer Season. Das hier ist jetzt Rennen 1 von 3. Ah, okay. Ich könnte jetzt natürlich machen, dass ich diese 3 in einem Part habe. Und dann die Pro-Car wird wahrscheinlich auch aus 4 Rennen bestehen, schätze ich mal. Dass ich die auch hintereinander mache. Ich weiß übrigens gar nicht, ob sich Termine überlagern können. Ich schätze mal, das ist so programmiert, das nicht. Wäre ganz cool auf jeden Fall. Es gibt richtig viele Auszeichnungen, habe ich gesehen. Das wusste ich gar nicht vorher. Ich sehe übrigens fast gar nichts hier in diesem Dreckslicht. Da überrunde ich gleich den ersten schon. Ich schätze mal, der hatte einen Unfall oder so. Oder sind da mehrere? Ich glaube, ich habe da gerade mehrere gesehen. Allgemein sehe ich echt nicht so viel gegen die Sonne, muss ich sagen. Gut, dass hier eine Platzierung zählt und nicht eine schnellste Rundenzeit, weil die habe ich jetzt auf jeden Fall nicht. Also, diese Rundenzeit war auf jeden Fall scheiße. Ja, 5 Sekunden. Es wäre für mich okay, wenn wir durch sowas auch mal ein paar Plätze verlieren, muss ich sagen.
muss ich halt besser fahren einfach. Ich möchte es nicht unmöglich für mich gestalten, aber ich möchte es schon schwerer haben. Ich möchte nicht so geschenkte Siege haben wie aktuell. Weil aktuell kann ich mir gefühlt zu jedem Fehler erlauben, den es gibt, so ist es eh egal, ich gewinne eh. Ich denke, es werden nochmal Sonderfolgen wie ein 24-Stunden-Rennen kommen. Die werden dann wahrscheinlich mal ein bisschen länger sein, oder ein 12-Stunden-Rennen zumindest, die habe ich schon gesehen. Ganz genau wissen tue ich es nämlich noch nicht. Ob die dann auch wirklich lang sind. Oder ob das dann auch einfach nur so 10 Runden... Junge! Oder ob es dann auch einfach nur so 10 Runden sind. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das dann so, ja, 100 Runden sind oder so, oder 30 zumindest. Und das ist auf der Nordschleife schon, also 30 Runden auf der Nordschleife sind halt ein paar Stunden. Na, pro Runde, sagen wir mal so 8 Minuten. Easy. Junge, ich krieg schon langsam Kopfschmerzen. Ich muss gleich mal ein bisschen was trinken noch. Wir haben nämlich gleich Blutspende. Oh, der zweite war gar nicht so weit hinter mir, muss ich sagen. Okay. Ich möchte... Nein. Ja, entspannt. Wir waren das erste Mal beim zweiten Rennen schlechter als beim ersten. RIP. Würde ich sagen. Und wir setzen mal fort und ich mache mal nebenbei Wasser auf. Trinken wir was. Neue Einladungs-E-Mail von JetDog. Gucken wir mal rein. McLaren F1 Track Masters 3 HR Trophy. Hallo Gustav, wir würden Sie Ihnen gerne vorstellen. Ich bin John Bentley, der Manager von Rockford Rennsport. Ronnie Marshall, unser renommierter Renningenieur, wird eine Kopie dieser E-Mail erhalten. Wir nehmen am jährlichen McLaren F1 Trackmaster 3 HR Trophy teil und würden uns sehr freuen, wenn Sie dort für uns fahren würden. Durch den Erfolg, den Sie in Ihrer Karriere erreicht haben, haben Sie sich unseren Respekt verdient und wir glauben, dass Sie bei diesem Event der perfekte Fahrer für uns sein werden. Wir sehen Sie hoffentlich auf der Rennstrecke, John Bentley. Ich glaube nicht, dass ein einfacher Kartfahrer, der ein bisschen was gewinnt, einfach von McLaren eingeladen werden würde. Oder eingeladen werden würde, einen McLaren zu fahren, weil ganz günstige Autos. Aber okay. Das Event ist am 23.10. Das heißt auch nächste Saison erst. 23.10. Ich schreibe mir das übrigens alles auf. Wir haben 7 Einladungen. Beziehungsweise jetzt nur noch 6, weil wir haben die am 3.11. ja gemacht. Gut. Als nächstes steht das Galileo-Ding auf dem Plan. Das, nee, das da war das Galileo-Ding, ne? Das ist jetzt die Historic GT4 M1 Pro Car Challenge. Ich würde sagen, da gucken wir auf jeden Fall noch rein. Runde 1 von 4. Oh, Training, Qualifying und Rennen. Okay, 20 Minuten, 10 Minuten und 4 Runden. Was? Wir werden das auf Vollzeit. Halbe Stunde. Junge! Also das fände ich immer noch viel. Aber dann sind es nur noch 3 Runden, das ist doch kacke. Wir machen das so. Ich nehme euch ein paar Runden Training mit, ein paar Runden Qualifying. Also halbe Stunde? Ja, ich würde sagen, ich nehme euch ein paar Runden mit und dann mache ich halt irgendwann weiter. Erstmal trinke ich noch einen Schluck. Mir fällt gerade ein. Ah, das sind alte Autos. Ich baue mal einen Schaltknüppel schnell an. Jeder hat zum Glück mit 2 Handgriffen. Schraube 1. Schraube 2. Von alle einen wunderschönen BMW M1 Pro Car. Schönes Auto von BMW. Fahren wir mal. Ist ja Training. Achso, ist automatisch. Ja, möchtest du auch noch ein bisschen weniger lenken? Ich bin in einem anderen drin, möchte ich anmerken. Darf ich auch fahren?
Okay. Läuft schon mal. Ich lasse dir mal vor. Okay, ich muss mehr lenken. Klar, ist ja kein Kart. Gucken wir mal, wie ich das mache. Jetzt ist ein Kartfahren natürlich ein bisschen stressig. Hat er einen Sechsgang? Nein, hat er nicht. Er hat einen Fünfgang. Und natürlich auch KBS und kein DCR. Okay, gut. Ja, schon sehr lustig. Vorsichtig bremsen. Ich glaube, sowas hat zumindest kein ABS. Und kein TCR. Oder ASR von mir aus auch. Reiner Heck natürlich. Das war ein richtiges Monster hier. War ein V10 oder V12 drin, meine ich. Meine Güte, ey. Au! Ich spiegel, ob da jemand kommt, wäre hilfreich. Nee, überhol mich mal nicht, Bruder. So langsam fahre ich gar nicht. Schwöre. Also hier bin ich echt nicht böse, wenn ich nicht Erster werde. Ha! Streckenzeit ungültig. Junge, das ist Training. Da gibt's Streckenzeiten? Okay. Gut, ich sollte vielleicht ein bisschen vorsichtiger fahren. Bin gespannt, wie groß der Unterschied... Ich sehe übrigens gar nichts. Wie groß der Unterschied wird, wenn ich gleich mal ein bisschen eingefahren bin. Hoffentlich groß. Bin ich mal gespannt. Nach der Runde mache ich auf jeden Fall für euch aus. Fahr dann selber noch weiter. Ich schließe das Training nämlich ab, weil ich habe Bock zu fahren. Das war schon relativ zügig, glaube ich. Ich schwitze auch höchstens ein bisschen am Rücken. Pedal to the metal war in der Kurve gar nicht mal so eine gute Idee. Okay. Ich probiere mal, wie einfach es wäre, mit Shiftern zu fahren. Ja, sehr viel einfacher, wenn man sich nicht aufs scheiß Schalten konzentrieren muss. Okay, merke, das erfordert alles ein bisschen mehr Übung als Karte. Okay, unerwartet, das Pro-Car-Fahren ein bisschen mehr Übung erfordert als Kart. Gut. Ich würde aber sagen, wir sehen uns beim letzten, bei der letzten Runde von diesem Training wieder. Oder sehen wir uns sogar erst bei der letzten Runde vom Qualifying wieder? Weiß ich noch gar nicht.
Der fährt einfach an uns vorbei, der Hund. Ja, wenn man gerade ist, kann man schon wieder richtig aufs Gas stiefeln. Okay. Also, ich muss sagen, ohne Helferchen finde ich das schon sehr schwer hier zu fahren. Aber gewöhnt man sich bestimmt dran. Gut. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. So. Ich habe jetzt tatsächlich 15 Minuten lang gefahren. Das hat mir aber gereicht. Das ist so, Schmarrn ist das. Wir fahren jetzt so ein, zwei Runden Qualifying. Ne, also die Zeiten hier könnt ihr komplett ignorieren. Wo steht denn eigentlich Pfannenfisch? Pfannenfisch gibt's gar nicht, okay. Ah doch, da unten, Gustav Pfannenfisch, ja, 1,36. 2,36, das ist realistisch, das bin ich wirklich von. 2,29 werde ich nicht rankommen, nein. Weiter zum Qualifying. Mit Schalten und Gucken und Arbeiten und Fahren, sehe ich nicht. Wir fahren mal die erste Runde des Qualifyings und dann gucke ich mal, was ich so selber fahre an Zeiten. Ich wurde immer zum Ende immer schneller. Die letzte Runde war, glaube ich, 3 Sekunden schneller als die davor. Also da geht noch was. Definitiv. Wir schauen uns jetzt mal die erste Runde an. Und gucken mal. Hier ist übrigens erst die Startlinie. Nicht da, wo ich dachte. Also ich dachte eben, die wäre ganz woanders. Von daher war das natürlich kompletter Bullshit. Und es geht alles deutlich schneller, als ich will. Ich glaube, hier kann man noch deutlich später bremsen, aber das Ding sagt mir halt, ja, bremst einfach schon mal 6 Kilometer im Voraus. Und ich bin halt vorsichtig. Bisschen besserer Sonnenstand, muss ich sagen. Auch wenn sie gerne ganz weg sein könnte. Ja, ich Fuß ein bisschen zu spät vom Gas gehabt. Das geht ja auch hundertprozentig alles viel schneller. Aber nicht für mich. Ich bin ja alles noch relativ langsam am Fahren. Ich versuche immer so bei 8,2 zu schalten oder was das dann sind. Läuft, wie gesagt, aber eigentlich alles ganz taco bis jetzt. Schön Motorbremse nutzen. Klar, das ging ja alles deutlich schneller, wenn ich mehr bremsen würde. Ich bin froh, dass ich überhaupt fahren kann. Ich bin so schon maßlos überfordert mit dem ganzen Scheiß hier. Ich denke mal, schalten hört man ziemlich laut. Fürchte ich. Ich habe nicht gesehen, dass er überhaupt gebremst hat, muss ich ja sagen. Ich denke nicht, dass seine Rücklichter blinken würden, wenn er bremst, denn das ist ein Auto aus den 80ern, hätte ich jetzt so gesagt. Verpiss dich da! Bruder. Oder hatten die es damals schon drin? Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Zählt scheinbar noch nicht als Runde, weil wir aus der Boxengasse gestartet sind. Das gefällt mir nicht. Aber das war eigentlich eine relativ gute Runde. Glaube ich. Weil das jetzt bisher deutlich besser aussieht. Du hast eine neue Bestzeit für Sektor 1 erreicht. Ja, ich... Das war's aber... Wo ist hier Rückwärtsgang? Da? Da. Ja, das war's aber auch. Das Einzige. So, ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich eine Zeit gefahren habe. Bis gleich!
So, da sind wir wieder. Verbleibende Sitzungsdauer, 4 Sekunden. Wir gucken mal, wo wir sind. So, beste Rundenzeit. Ja, sehe ich mich ja nicht so. Solider Sechster. Wäre besser gegangen, auf jeden Fall. Ja, ich wollte gerade gucken, ob ich noch 2 Runden schaffe. Schaffe ich nicht. Also letzte Runde, ja, okay. Ich würde sagen, wir sehen uns beim Rennen wieder. Weil mir gerade einfällt, ich glaube, ich kann das auch einfach zum Ende der Sitzung springen, ja. Gut. Wir sind stabiler Sechster geworden. 2 Minuten 34. 103. Wir sind knapp 2 Sekunden hinterm Ersten. Also 2,5 oder so. 1,5 oder so. Junge. Da kam aber gerade mehr hoch, als ich wollte. Oh, Niki kommt schon in paar Minuten. Schwierig. Ja. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter zum Rennen. Wir fahren mal eben die 6 Runden. Es ist 51, 6 Runden, 2,5 Minuten. Wird eng. Stehender Start, habe ich nie mit gerechnet, bin ich ehrlich. Ich muss ein bisschen vorsichtig fahren, denn es geht jetzt um Platzierung. Und ich bin platzierungstechnisch hier sehr gefährdet. Wenn ich mich einmal drehe, bin ich weg, ne? Und drehen ist mein Problem. Ne, das ist meine Spezialität, wie man weiß. Hier jetzt mal schon mal einen Kopfhörer ab, falls Niki hier gleich kommt. Ich habe mich hier eben so oft gedreht. Ich bin mir auch nicht sicher, wann ich mich bei dem Auto so richtig drehe. Weil manchmal passiert es und manchmal nicht. Obwohl ich gefühlt das gleiche. Ich sehe gar nichts, möchte ich anmerken. Also halt wirklich gar nichts. Hallo, fahren Sie doch. Mit Ihrer Krücke ein bisschen schneller, bitte. Danke. Ich muss natürlich auch aufpassen, dass die mich nicht drehen. Das wäre natürlich für eine KI falscher Gang. Sehr entspannt mich zu drehen und dann einfach an mir vorbeizufahren. Weil die fahren einfach stumpf ihren Weg. In der Kurve schalten, relativ gefährlich, finde ich. Und das war's, oder? Ah, noch nicht ganz. Und das war's aber jetzt. Okay, RIP ich. Das ist halt scheiße, denn das kriege ich auf keinen Fall wieder raus. Ne? Und ich kann ja so schnell auf die Kupplung steigen, wie ich will, so schnell vom Gas gehen, Gang runterschalten, bremsen. Es passiert immer das Gleiche. Ich drehe mich. Nach meinem Verständnis sollte das behoben werden, wenn man gegenlenkt und Gas gibt. Je nachdem, was es ist, untersteuern und übersteuern, ne? Aber es funktioniert aber überhaupt nicht. Also wenn ich mich drehe, drehe ich mich. Da kann ich auch nichts machen. Egal, was ich tue, ich drehe mich weiter. Aber hier haben wir auch keinen Heimvorteil, das ist kein Kart. Schade, das ist nach der ersten Runde schon zu Ende, das ist doof. Also ich meine, ich kann noch aufholen. Aber halt nicht mehr viel. Vor allem nicht, wenn ich mich nochmal drehe, Alter. Stand übrigens auch sofort, als ich gemerkt habe, dass ich mich drehe, auf der Kupplung und habe runtergeschaltet. Runtergeschaltet schon mal für Weiterfahren. Don't text and drive, kids. Gerade bei Niki auf den Chat geguckt. Weil ich wissen wollte, ob Niki jetzt schon unterwegs ist. Ich glaube, hier spielt mir gut mit Nein, dass ich die KI nicht so schnell hergestellt habe. Weil dadurch habe ich jetzt überhaupt nur eine Chance, an die ranzukommen. Sind wir realistisch, würde ich nicht mehr rankommen. Also überhaupt nicht mehr. Glaube ich zumindest. 6 Sekunden schneller schon mal als eben.
Klar, eben war stehender Start, ne? Jetzt fliegender Start. Also rundenübergreifend besser gesagt. Falls im Hintergrund klingelt, ich höre es nicht. Aber ihr wisst doch, Niki ist da. Nicht so viel aufs Handy gucken, Fisch. Gefährlich in einem Rennspiel. Das Problem ist, ich traue mich nicht zu überholen. Weil sobald mich einer von denen berührt, und denen ist das egal, fliege ich weg. Nicht gut, nicht gut. Ich glaube, ich hätte bessere Plätze auf den ersten gehabt, wenn ich einfach weiter in meiner Position gefahren wäre eben. Und jetzt will ich wieder überholen, aber ich kann nicht. Also ich habe ja keine gute Stelle zum Überholen halt. Der KI ist das egal, die schiebt einen einfach beiseite. Die juckt das nicht. 18 Sekunden. Ich habe hier eben 18 Sekunden verloren, Alter. Oder zumindest mal 15 oder so. Also so viel besser bin ich ja jetzt eben nicht gefahren. Also bin ich ja jetzt gerade nicht gefahren. So, das da vorne ist immer so ein schöner Engpass, wo man alle nochmal einholt. So. Möchte anmerken, stand wieder direkt auf der Kupplung. Ich sollte echt mal irgendwie hinkriegen, dass die Pedale mit aufgenommen werden. Aber hey, ich habe es in der ersten Runde geschafft, letzter zu werden. Ich habe es in der zweiten Runde geschafft, nochmal letzter zu werden, obwohl ich vorletzter war. Also ich hatte schon wieder aufgeholt. 13, ja fast 14 Sekunden schneller als eben. Ich starte das nochmal kurz neu, ja? Wir sehen uns in der dritten Runde wieder. So, jetzt versuchen wir mal nach so, ich würde mal sagen, 2 Stunden, die ich Pause gemacht habe. Mal weiter. Alter Schwede, das wird ein langer Part. Ich muss jetzt irgendwie auch versuchen, Gas zu geben und zu bremsen gleichzeitig. Ich bin eben schon mal in der ersten Runde Dritter geworden, aber in der zweiten dann halt hart überholt worden, weil ich mich mal wieder gedreht habe. Ich bin überhaupt kein Fan vom M1 zu fahren. Der fährt wirklich nicht gut. Die KI fährt absolut asozial, möchte ich mal anmerken. Also sie fährt wirklich auf Vollkontakt. So wie ich gerade auch, ja, bevor ihr was sagt, ja. Ich wollte tatsächlich nicht auf Kontakt fahren, allerdings kannte ich das so, dass die vor der Kurve einmal kurz bremsen und dann einmal lang. Und ich habe auf das einmal kurz gewartet und das kam nicht. Und mein Stuhl rollt mal wieder die ganze Zeit durch die Gegend, das ist nicht so geil, muss ich sagen. Allerdings war ich gerade Blutspenden und bin somit jetzt ein bisschen ja, erfrischt. Wir waren einmal draußen mit Niki zusammen Blutspenden gewesen. Aber noch ein Verband um meinen Arm drum. Und ich muss feststellen, das mache ich nie wieder so mit dem, mit der Zeit hier jetzt der Aufnahme. Also, die geht jetzt halt schon 27 Minuten, ich bin gerade im Hauptrennen. Das war nicht gut. Also ich weiß tatsächlich auch nicht ganz genau, wo die Zeit geblieben ist einfach. Ja genau, er überholt mich einfach. Hier hat mich letztes Mal einer beiseite geschoben. Weswegen ich dann letzter war. Also es gab zwischendurch nur ein Rennen, was ich glaube ich nicht gesehen habe. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich darf mich auf jeden Fall dieses Mal nicht so viel ablenken lassen von irgendwelchen WhatsApp-Nachrichten. Das hat mich nämlich eben auf jeden Fall mehrmals gekillt.
Und wenn der Ton jetzt gerade ein bisschen scheiße ist, tut mir das leid, aber ich kann halt nicht alles machen. Ist halt alles ein bisschen schwierig so aufzunehmen. Er fährt mir einfach stumpf quer hier einmal durch. Du fährst hinter mich, dass wir uns verstanden haben. So. Ich habe keine Ahnung, wie viel da wir sind. Ich schätze mal 6. oder 7. Aber das hat relativ gut funktioniert. Nur kriegen wir die da vorne auf keinen Fall. Also muss ich auch ganz ehrlich sagen. Die kriege ich unter keinen Umständen noch alle. Also Erster werden wir definitiv nicht. Macht aber überhaupt nichts. Das ist nicht mein Anspruch. Mein Anspruch ist anständig fahren. Nicht Erster werden. Na, wie man gerade gesehen hat, haben die einmal kurz gebremst und dann lang. Ich habe sehr, sehr, sehr früh gebremst dieses Mal. Ich muss sagen, hier sehe ich halt legit nichts. Also, da könnte die Linie auch schwarz sein. Ich sehe sie einfach nicht. Muss ich ja ehrlich zugeben. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ich das jetzt machen soll. Ob ich dann einfach kurze Parts machen soll. Also so 10-Minuten-Parts halt auch mal. Wenn dann halt auch mal wieder sowas hier kommt. Weil ich möchte schon pro Rennen mindestens, pro Part mindestens ein Rennen abhandeln. Ne? Eigentlich möchte ich auch nur ein Rennen abhandeln, beziehungsweise nur eine Art von Rennen, also eine Klasse quasi. Ne, ich bin ja jetzt hier erst eine Runde Kart gefahren, in einer Supercard oder so. Und jetzt fahre ich eine Runde Pro-Car. Das war close. Wie mir jetzt sagen. Aber wir sind noch ganz gut an dem dran, muss ich sagen. Besser als ich erwartet hatte. Da dachte ich gerade schon wieder, ich rutsche bis sonst wohin. Hier bin ich auch richtig oft schon weggerutscht. Also sowohl Kurveneingang als auch Kurvenausgang. Ich mache das übrigens nie extra so laut, ne? Also ich schalte halt einfach nur. Bin übrigens sofort, als ich gerutscht bin, vom Gas, ne? Also ein Auto hier, weiß ich nicht, ob du das wirklich nicht so einfach fängst oder... 11 Sekunden schneller, Alter. Ich wüsste auch gerade gerne einfach meine Zeit. Aber die Bestzeiten stehen da oben ja nicht, warum auch immer. Ha. Keine Ahnung, warum nicht. Also erklärt sich mir halt wirklich nicht. Ich glaube, hier kann ich wirklich noch später bremsen tatsächlich. Ich möchte anmerken, ich sehe hier immer noch nichts. Also ich sehe kaum die Strecke, ne? So hell ist. Eieiei. Also den kriegen wir noch. Ich glaube, dann sind wir 6. Also der Platz, auf dem wir gestartet sind einfach. Ich hätte jetzt natürlich hier einfach aggressiv reinfahren können, aber das Problem ist, dann schiebt er mich halt beiseite. Dann drehe ich mich und habe doch nichts gewonnen. So wie da jetzt zum Beispiel.
Und da hatte ich nur Glück, dass Herr Malbro nicht durchgekommen ist. Hey, 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 hey. Mein Problem ist, ich kann hier nicht so schnell fahren. Also die Kurve hier kann ich nicht so schnell fahren. Dann mache ich einen richtigen Dreh, Mann. Ich weiß nicht mehr warum. Das war absolut meine Schuld, möchte ich anmerken. Und das meine ich mit da drehe ich mich. Und ich weiß nicht warum. Ich bin da nicht wirklich auf dem Gas gewesen, möchte ich anmerken. Schade. Aber das war wieder der Klassiker. Fisch möchte zu viel. Fisch wollte Plätze gut machen. Ich hätte ihn wahrscheinlich entspannt einfach auf der langen Geraden überholen können, aber nein, Fisch wollte jetzt. Wäre wahrscheinlich auch total entspannt drin gewesen. Ich erinnere mich, bei Schiff 2 sind wir Spa ja auch ein paar Mal gefahren. Ich meine auch deutlich schneller hier lang. Ich weiß gar nicht mehr, was wir bei Schiff 2 alles gefahren sind an Fahrzeugen. Ich versuche gerade mal das Mikrofon ein bisschen näher an meinen Müll ranzubringen. Dritte Runde ist es, glaube ich, jetzt. Dritte oder vierte. Ist auf jeden Fall noch nicht Entscheidung. Ich muss sagen, mit dem neuen Stuhl bin ich auch nicht so zufrieden mit Rennen fahren, weil der hat so feste Armlehnen. Und feste Armlehnen sind halt ein bisschen im Weg, wenn man dann zocken will. Im Lenkrad. Wenn ihr versteht, was ich meine. Fisch will schon wieder zu viel, ne? Die haben mir auch schon richtig oft gedreht. Da kam der Gegenpendler und dann habe ich mich gedreht. Bis dahin lief das ziemlich gut. Aber den Gegenpendler versuchte ich dann auszugleichen. Und da habe ich dann ein bisschen viel ausgeglichen. Also ich könnte das jetzt natürlich fahren, bis ich gewinne. Wahrscheinlich, wenn ich nicht so viel kommentiere dabei und nicht so viel labern würde, würde es auch deutlich besser laufen, weil dann würde ich A, viel besser sitzen. Ich sitze echt wie ein Schluck Wasser in der Kurve gerade hier. Na doch, ich kann hier doch relativ schnell durch, okay. Ich meine, klar, ich könnte hier einfach geradeaus weiterfahren. Das ist ja aber nicht Sinn und Zweck der Übung. Also das heißt geradeaus weiter, ich kann da eh nicht geradeaus weiterfahren, aber ich könnte da schon sehr hart abkürzen. Sagen wir es einfach mal so. Ich glaube, letzte Runde. Versuche jetzt mal nicht rechts anzustoßen. Okay, sagt er und tat es. Ich kann auf jeden Fall mehr Force Feedback vertragen, weil hier kommt gar nichts. Also wenn sich das Auto dreht, passiert am Lenkrad nichts. Das war nochmal deutlich schneller jetzt. Ich bin noch deutlich länger im Vollgas geblieben. Gut. Also nicht. Da wollte ich ihn überholen eigentlich schon. Hat nicht so funktioniert, wie ich wollte. Also überhaupt nicht. Anfühlen tut sich einfach nur falsch, wie sich das Auto bewegt. Weil was ich falsch mache, verstehe ich nicht.
Also da habe ich falsch gemacht, dass er mir reinfahren konnte. Das ist mir bewusst, danke. Wir gucken mal, wie viel ich noch bessern kann, ja, im nächsten Part. Also ich darf mich auf jeden Fall nicht so doll mit denen anlegen. Eigentlich muss ich am Start eine gute Position machen und die halten. Und wenn es richtig gut läuft, die mal irgendwo ausbauen. Zum Beispiel bei solchen Sachen wie Start-Ziel. Oder halt diese S-Kurve, die davor ist. Da kann man ja gut Zeit gut machen. Ich fahre viel zu viel auf Attacke. Gut, ich will natürlich auch irgendwo Plätze gut machen. Aber die KI reagiert halt überhaupt nicht auf mich. Ne? Also der ist komplett egal, ob ich da bin oder nicht. Das sind einfach Jacke. Also die fahren ihren Weg. Punkt. Wenn ich da im Weg bin, dann bin ich kollateral Schaden in dem Moment. Naja, aber hier kann ich halt relativ gut überholen, muss man sagen. Dementsprechend könnte man da noch was machen. Dürfte letzte sein, oder? Also dürfte jetzt zu Ende sein, ne? Nee, okay. Offenbar noch nicht zu Ende, gut. Dann habe ich auf jeden Fall noch Chancen, den da zu machen. Denn einmal kommt noch so eine S-Kurve. Nämlich kurz vor Ende. Ich verstehe natürlich, dass von der KI sich keiner dreht so. Aber da könnten auch mehr Unfälle passieren, finde ich. Also wenn ich mir jetzt so Formel 1 angucke, da knallt es ja durchgehend irgendwie nur. Also gut, dieses Jahr war auch besonders, ne? Dieses Jahr hat es ja wirklich in einer Tour gescheppert, ey. Aber ich muss sagen, hierfür ist die Schwierigkeit auf jeden Fall genau die richtige. Ich habe noch überhaupt eine Chance und wir gewinnen nicht so einfach. Im Kart, muss ich sagen, ist die schon ein bisschen zu einfach. Ich muss sagen, ich habe mit Lenken und Bremsen echt Angst. Genauso mit Lenken und Gas geben. Lenken und Gas geben ist keine gute Kombi. Also nicht mal nur Vollgas, sondern nur so ein bisschen Lenken ist schon keine gute Kombi. Könnte auch sein, dass es gar nicht dieses Bremsblinken ist, was man heute hat. Sondern dass das wirklich einfach nur Stotterbremsen ist. Wäre möglich. Guck mal, er fährt hier voll hammerhart durch. Ist deutlich schneller als ich. Und kriegt die Linie auch besser als ich. So, jetzt nicht mal drehen. Nicht nochmal drehen. Perfekt. Einen Platz noch gut gemacht. Easy. Da hätte ich mich fast nochmal gedreht. Machen wir noch Bestzeit? Glaube ich nicht. Ja, jetzt zu Ende. Meine Fresse, Alter. 44 Minuten. Zucker, das muss ich eigentlich schneiden. Ja gut, wir sind 27 Minuten alleine gefahren, ey. Boah, leck mich in der Tasche drin, ey. Gut. Das ist ja nicht so gut gelaufen. Also wir sind länger als... Warte mal, wir sind... Gustav von Fisch, 37 Minuten gefahren. Scheiß die Wand an. Wir sind 12. geworden. Oh Gott, sind wir schlecht, Alter. Also ich hauptsächlich... 12. 11. 0 Punkte. Ja gut, es gibt nur 11. Ne? Okay, wir haben keine Punkte gekriegt. Schade. Eieieiei. Ja, ich habe nichts gewonnen. K-
markiere eine schnellste Runde. Wobei Rennen wäre ich, glaube ich, war ich glaube ich gar nicht so weit weg, oder? Kann ich nochmal zurückgehen? Ne, kann ich nicht, okay. Könnt ihr mir mal sagen, wie ich da so war? Ich würde jetzt erstmal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich habe keine Ahnung, wie ich diesen Part geschnitten habe. Das sind 45 Minuten. Beim nächsten Mal dann den Road Entry Club UK. Bis dahin, haut rein und tschüss.